Willkommen wieder mal bei Annie Bloom. Geht's euch gut? Ich hoffe schon. Habt eine schöne Zeit gehabt, ja. Der Winter naht. Ich hoffe noch nicht so bald. Wobei, doch, Weihnachten. Yay. Wir machen heute eine Kinderpinguin-Torte, sagen wir mal so. Weil ich ja so ein Riesenfan von Kinderpinguin bin. Und deswegen habe ich mich entschieden, machen wir heute eine Torte draus. Für unsere Torte brauchen wir also zuerst mal für ein Biskuit einmal Zucker, Eier, die ich mir schon getrennt habe, Kakaopulver, Mehl, Salz und Backpulver, heißes Wasser. Dann brauchen wir für die Creme Sahne, bitte sehr kalt, sonst lässt sie sich nicht aufschlagen. Frischkäse, Puderzucker und Gelatine. Am besten ist die im Pulver. Die ist leichter zum Verarbeiten, da es ja mit der Sahne ja immer so eine kleine Geschichte ist. Ne? Dann brauchen wir für dieses Zwischenteil da drin Schokolade, Wasser, Butter und Öl. Und dann ganz am Schluss zeige ich euch noch die Schokolade über der Torte. Aber dazu kommen wir ja noch. Ne? Fangen wir an. Als erstes müssen wir uns jetzt mal den Ofen vorheizen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann rühren wir uns jetzt mal das Eigelb mit dem Zucker und dem Wasser schön weißcremig. Und weil das gerührt wird, schlagen wir uns mal das Eiweiß mit der Prise Salz schön steif. So, als nächstes mischen wir uns jetzt den Kakao mit dem Mehl und dem Backpulver. Und das geben wir dann nach und nach zu der Eigelbmischung. Wenn wir das jetzt vermischt haben, geben wir uns jetzt das steif geschlagene Eiweiß dazu. Also bitte unterheben mit der Spachtel, damit der Teig ja schön fluffig ist und bleibt. Also, wir sind fast fertig. Fast fertig, ja. Wir stehen gerade am Anfang. Diese Teigmenge ist gedacht für 2 Biskuitböden. Ihr könnt sie jetzt entweder nacheinander backen, so werde ich es machen, oder ihr backt sie in einem Stück und schneidet sie danach in 2 Hälften. Also ich kann es nicht. Ich werde es auch nicht mehr probieren, weil meine werden irgendwie immer schief. Das eine wird dicker, das andere wird dünner. Bleibt jetzt natürlich euch überlassen, gell? So, der Biskuit kommt jetzt auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Wenn ihr den Teig in einem backt, dann kommt er so circa 25 bis 30 Minuten. Aber wenn ihr 2 Böden macht, dann ja 10 bis 12 Minuten. Aber macht bitte den Zahnstochertest, gell? Da weil die Böden jetzt auskühlen, machen wir uns schon mal die Creme. Dazu nehmen wir zuerst mal Frischkäse und den Puderzucker. Und das Ganze rühren wir uns schön cremig. Jetzt kommt die Sahne noch mit rein. Bitte die Sahne wirklich bis zum letzten im Kühlschrank aufbewahren, da sie wirklich sehr kalt sein muss. Die rühren wir jetzt mit circa ja, so 2-3 Minuten. Also ihr werdet selber dann sehen, wenn sich die Konsistenz verändert. Als letztes rühren wir uns jetzt noch die Gelatine mit ein und das lassen wir so circa ja, eine Minute durchrühren. So, das war jetzt nicht mal eine Minute, es waren ein paar Sekunden. Also nicht zu fest, nicht zu flüssig,
So zwischendrin. Genau wie in dem Kinderpinguin-Riegel. Schmeckt auch so. Das stellen wir uns jetzt in den Kühlschrank. Nochmal zurück. Und jetzt machen wir dann die Schoki. So, für die Schoki nehmen wir uns die Butter, also einen Topf. Da geben wir uns die Butter rein. Das Wasser und das Öl. Und das lassen wir uns ganz kurz ein bisschen aufkochen. Sobald es anfängt zu kochen, vom Herd wegnehmen und die Schokolade mit rein und so lange rühren, bis sich die ganze Schokolade, also bis die ganze Schokolade geschmolzen ist. Ich habe mir jetzt eine Springform, also eigentlich einen Tortenring vorbereitet. Woher ich den habe, verlinke ich euch unten in der Infobox, genauso wie die Mengenangaben und die Größe der Form. Jetzt nehmen wir uns eine Biskuithälfte. Oh, der ist super stabil, ich sag's euch. Legen wir uns in den Tortenring. Das Gute bei dem Tortenring ist, du kannst ihn super verstellen. Verstellt es euch so, dass der so richtig nah am Kuchen ist. So, die erste Schicht hauen wir jetzt mal die Hälfte der Creme drauf auf den ersten Biskuit. Das wird dann schön verstrichen. Und nun kommt jetzt die Schokolade drauf. Die auch bitte schön verstreichen. So, und als letztes kommt die letzte Schicht von der weißen Creme. Schön vorsichtig. Und die dann auch bitte vorsichtig verstreichen. Und abschließend tun wir dann mit dem zweiten Biskuit. So, den drücken wir ganz leicht an, ganz leicht und vorsichtig. Okay, geschafft. Das kommt jetzt in den Kühlschrank für circa 2 Stunden, damit sich das Ganze schön auskühlt, also fest werden wird zum Festwerden. Und dann machen wir weiter. So, ich habe die Torte jetzt aus der Form gelöst und die sieht schon mal richtig lecker aus. Jetzt kommen wir zum Finish. Ich habe hier noch jetzt für den Überzug, sagen wir so, Schokolade, Butter und Kakao. Als erstes werden wir uns jetzt mal die Butter schmelzen mit dem Kakao. So, wenn die Butter geschmolzen ist, geben wir noch die Schokolade dazu und schalten gleich den Herd aus und dann schmelzen wir die Schokolade komplett, bis sie geschmolzen ist. So, wenn ihr jetzt die ganze Torte ummanteln wollt mit der Schokolade, dann braucht ihr bitte die doppelte Menge von dem. Ich habe es jetzt halt nur für die Oberfläche und jetzt einfach mal so grob verstreichen und immer so mit dem Löffel hin und her schwenken, damit wir diese tropfförmigen
tropfförmige Deko bekommen, sagen wir mal so. Die stellt ihr euch jetzt in den Kühlschrank nochmal so für 10-15 Minuten und dann kommt das absolute Finish noch drauf. Schlagt euch eine Sahne steif mit etwas Sahne steif und sprüht ein paar Kleckse auf die Torte und dann einfach mit diesen Kinderpinguinen etwas klein gehackt noch so entdekorieren. So, meine Hübschen, das war's wieder von mir für euch für heute. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Probiert es aus und schickt mir ein paar Pics auf Facebook, auf Instagram. Folgt mir auf Facebook, folgt mir auf Instagram und Twitter natürlich. Wie die Chantal sagen würde, folgt mir einfach überall. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ganz fetten Innikus. Tschüss.